Hier spricht die Auffangplattform für verwirrte und überforderte Nachwuchsbetrüger. Hallo liebe Freunde der Scambeterei, ich bin der Callcenter Crusher und habe heute vier Anrufe für euch, deren Protagonisten argumentativ schnell am Ende waren, was man an der aufkommenden Unsicherheit und Stotterei hört. Viel Spaß also mit diesen perfekt geschulten Telefonarbeitern. Ihr wisst, dass es wie immer nach dem Intro startet. Ja, wer ist da bitte? Gut, mein Name ist Max Andersen. Ich rufe Sie von der Handelsfirma VIP Trades an. Sie sind bei uns als Kunde registriert. Ich habe den Namen nicht ganz verstanden. Sie nuscheln ein wenig. Welche Handelsplattform? VIP Trades an. Ich verstehe es immer noch nicht. Können Sie es bitte mal buchstabieren? Ja, gerne. Sitzen Sie jetzt am Rechner, ja? Ja, buchstabieren Sie einfach Ihre Handelsplattform, bitte. Okay, sind Sie bereit? Ja. Wie faul? Bitte was? Wie Vogel? Wie, also meinen Sie V? V ja, ist ja... ja. V ist kein deutscher ja, genau. Buchstabe. Also, wie ist kein deutscher Buchstabe? Also, V. Ja, ja. Und weiter? I wie Ida. Ja. P wie Paula. Ja. T wie Theoda. Ja. A wie Adolf. Ja. Einen Moment bitte. Nicht A, R, wie Rudolf. Können Sie nicht auswendig buchstabieren? Okay, ist ja komisch. Gut, weiter. A wie Adolf. Ja. D wie Dana. D wie Dora. Oder Dora, ja. E wie Elena. Ja. R wie Rudolf. Ja. S wie Sarah. Ja. Punkt. Ja. Ja. C wie Celina. Ja. O wie Otto. Das war's. VIPtraders.co. Ja, genau. Okay. Dann... Und ich habe ein Kundenkonto bei Ihnen, so ähnlich sagten Sie das? Noch einmal bitte. Haben Sie jemanden, der Deutsch spricht? Ja, ich kann auch Deutsch sprechen. Ja, dann sprechen Sie doch Was mal Deutsch. Was möchten Sie wissen? Bitte? Was möchten Sie wissen? Ich kann erklären. Gerne. So, Sie sagten, ich habe ein Kundenkonto bei Ihnen? Ja. Oh, jetzt muss Ihnen schon jemand vorsagen. Noch einmal bitte. Ah, Sie hören gut Deutsch. Sie sprechen kein Deutsch. Sie hören, verstehen mich ja gar nicht. Ich verstehe Sie. Nee, warum fragen Sie danach? Warum fragen Sie danach? Laut und deutlich, bitte. Nochmal laut und deutlich. Sie verstehen mich. Warum fragen Sie dann immer nach? Ich habe akustisch nicht verstanden. Verstehen Ach so. Sie? Okay, gut. Ja. Okay, also dann jetzt nochmal klar und deutlich. Wann habe ich mich bei Ihnen registriert? Ja. Vor einem Monat, ja. Sie haben selbst Ihre Kontaktdaten eingegeben, ja? Ah, das muss man Ihnen wieder vorsagen. Geben Sie mir doch gleich die Kollegin, die Ihnen vorsagt. Okay, Herr Blume, sagen Sie mir bitte, haben Sie Interesse auf haben Sie, haben Sie mich verstanden? Geben Sie mir doch gleich Ihre Kollegin, die Ihnen dauernd was vorsagt. Und Herr Blume, haben Sie Interesse Und haben Sie jetzt meine Frage verstanden? Können Sie wiederholen, bitte? Ah, weil Sie so gut Deutsch sprechen? Muss ich es wiederholen?
Spricht Ihre Herr Kollegin Blume, besser vielleicht. Deutsch? Herr Blume, vielleicht ich habe schlechte Deutsch, aber ich kann am besten Finanzexperte für Sie wählen. Ja, aber Sie Wissen verstehen Sie? mich doch gar nicht. Nein, ich verstehe alles. Ja, was habe ich denn als letztes gesagt? Haben Sie Interesse an dem Finanzmarkt oder Ich habe Sie etwas haben nur gefragt. Spaß Ich machen? habe etwas gefragt. Was habe ich gefragt? Wenn Sie mich so Sie gut können. verstehen, wenn Sie mich so gut verstehen, dann haben Sie das ja verstanden. Dann wiederholen Sie das bitte. Sie haben mich gefragt, Ah, muss wann wieder. war Ja? Registrierung, ja? Also geben Sie mir doch gleich Ihre Kollegin, die Ihnen alles vorsagt. Herr Blume, ehrlich gesagt, Geben ich Sie mir glaube, Sie gleich haben nur Ihre Spaß Kollegin. machen. Sie können ja gar Herr nicht selber Blume, reden. Sie Herr brauchen Blume, jemanden, der keine etwas Sorge. vorsagt. Herr Blume, keine Sorge, okay? Doch mache ich Ehrlich mir gesagt, Sorgen ich um glaube, Ihren Sie haben nur Verstand Spaß tatsächlich. Ich mache mir Sorgen um gemacht. Ihren Verstand. Herr Blume, wir verlieren viel Zeit, Ja, ja? natürlich, klar. Haben Sie Interesse oder nein? Haben Sie Interesse? Haben Sie denn Interesse? Sind Sie seriös? Dann geben Sie mir Ihre Kollegin Okay. gleich. Okay. Kein Problem, meine Kollegen zurückrufen für dich. Nee, ich möchte Sie gleich sprechen. Herr Blume, ich wünsche einen schönen Tag. Hallo Betrüger, tschüss Betrüger. Wo Sie können in jedem Finanzinstrument investieren. Das ist bei Outside. In die In was bei ist das? Out, was heißt Outside? Okay, ganz kurz bitte. Jetzt, Versuchen Sie es Sie mal haben auf jetzt das. Deutsch. Okay, das ist die draußen Part. Ich möchte Ihnen die Handelskonto zeigen, wie funktioniert und alles. Aber erstmal, Sie müssen einloggen. Nee, erstmal möchte ich wissen, was mit Ihrer Firma ist. Ich weiß ja gar nicht, ob ich bei Ihnen was machen will. Bis jetzt haben Sie Sollten mir Sie Ihre. einloggen? Bis jetzt haben Wenn Sie Sie. Jetzt. einloggen, Sie machen Hallo! gleich. Hallo! Nicht reden, zuhören! Ja, Also, bitte. ja, also. Bis jetzt habe ich über Ihre Firma noch gar nichts erfahren. Wo ist der Das Sitz ist dieser unser. Firma? Haben Sie das verstanden? Wir sind eine Trading-Firma. Ja, und wo ist der Sitz dieser Firma? Momentan, ich melde mich Ihnen von Österreich. Aber wir haben unsere Firma in Deutschland auch, in Schweiz, in England, in jedem Land. Ja, nein, es geht nicht um die Filialen, es geht darum, den rechtlichen Sitz Ihrer Firma. Wo ist Ihre Firma angemeldet? So, jetzt wir sind lizenziert bei FCA. Also ist Ihr Sitz in UK, in England? Nein, momentan ich melde mich von Hallo, Österreich. hallo. Ja, Ich ich habe ge bin. Hallo, hören Sie zu. Ich habe nach dem rechtlichen Sitz Ihrer Firma gefragt. Der Hauptsitz Ihrer Firma. Und man kann nur einen Hauptsitz haben. Wo ist der Hauptsitz Ihrer Firma? In Österreich. In Österreich. Da. Ja. Sie sind in Österreich und in Österreich ist der Hauptsitz Ihrer Firma, der rechtliche Sitz Ihrer Firma. Ja. Gut, okay. Und wo sind Sie dann reguliert? Da müssen Sie ja in Österreich reguliert sein. Jetzt, wir sind reguliert bei FCA. Nein, das kann nicht sein. Österreich ist nicht die FCA. Okay, warten dann. Jetzt bei FCA kann eine Firma in Österreich, in Switzerland, so in Schweiz, in England, in Nein, das jedem stimmt nicht. Land. Nein, nein, das stimmt Das nicht. stimmt. Ich bin eine. Was sind Sie denn? Lassen wir Ihnen etwas zu fragen, Herr Bitter. Sie haben eine Erfahrung? Ich als natürlich als Betreuer habe ich Erfahrung. Aber Sie Ach scheinbar so, nicht. jetzt. Jetzt, ich muss Ihnen fragen. Die Anmeldung ist gemacht bei Ihnen oder bei Ihrem Freund? Nein, bei meinem Klienten. Ah, bei Ihrer Klientin. Ja, und Aber nun das schön. bei Herrn Strothof. Aber das ist. Ja, das ist, was ich möchte Ihnen zu sagen. Aber lassen wir, wann kann ich Ihnen mit einem von uns besser Finanzexpert verbinden? Ja, Warte ganz kurz. jetzt, ich bin jetzt am Telefon.
Okay, warten ganz kurz. Ja. Also ganz kurz ist ja wohl was anderes. Hallo? Hallo? Herr? Ja, ich bin hier. Ja. Was ist denn okay, nun? Okay, dann, jetzt, meine unser Broker hat jetzt ist beschäftigt. Hatte ich mir schon fast gedacht. Und, aber wir können, wenn Sie eine Frage haben, Sie können für mich machen und ich will antworten. Ja gut, okay. Wo ist das der rechtliche Sitz Ihrer Firma? Wie ich Ihnen gesagt habe, unsere Firma ist in FC bei Finanzkonstrukt Authority. Ja, dann, bei FCA. Ja, dann kann aber Ihre Firma nicht in Österreich sein. Dann muss so, Ihre dann muss dann darf ich bitte reden Sie mal nicht dazwischen. Dann muss Ihre Firma okay. Ihren Hauptsitz in England haben, in UK. So, jetzt nochmal. Ich habe Ihnen das erklärt, aber besser sprechen Sie mit unserem Finanzexperten. Ja, dann, dann los. Da warte ich doch die ganze Zeit drauf. Okay, warten ganz kurz, bitte. Schon wieder warten. Ganz kurz ist schon vorbei. Hallo. Hallo, was ist denn los bei Ihnen? Ja, jetzt, ich verbinde. Warten ganz ach, kurz. Ja, das haben wir schon mal gehört. Danke schön. Ja. Okay, warten. Ja, ja, warten. Hallo, guten Tag. Guten Tag, wer ist da? Ivan ist der Amoverat, Ivan Mendes. Wie geht's Ihnen heute, Herr? Ja, mir gut. Und Ihnen? Super. Mir geht's immer gut, danke. Ja, kann ich mir vorstellen. So, dann erklären ja, Sie mal. Also, meine Kollegin hat mir gesagt, dass Sie interessiert an Online-Handeln sind, Investitionen anzufangen, ein Konto zu aktivieren, ne? Und mehr hat sie Ihnen nicht erklärt? Meine Kollegin. Und mehr hat sie Ihnen nicht erklärt? Moment. Ach, schon wieder warten. Sie hat mir nichts gesagt, deswegen einfach, dass der Kunde interessiert ist und er wollte. Ja, sie wollte. Wissen, bevor sie ja, gut. Ja, ja, genau. Sie hat mir gesagt, perfekt. Ihr Hauptsitz ist in Österreich. Richtig? Nein. Das, genau, also das ist Büro, der Punkt. Büro, wir rufen Sie von unserem österreichischen Büro an, natürlich. Aber den Hauptsitz ist nicht in Österreich. Ja, das hat sie mir aber gesagt. Ist sie nicht so, noch nicht so lange in der Firma, dass sie sowas Wichtiges nicht weiß? Vielleicht sie hat gedacht, dass Sie über den Büro, wo Sie anruft, gefragt haben. Ne? Nein, ich habe nach dem Hauptsitz gefragt. Sie spricht übrigens fast so genauso schlecht Deutsch wie Sie. Vielleicht liegt es daran. Bitte? Ja, das sagte ich gerade. Sie spricht genauso schlecht Deutsch wie Sie. Ich spreche genauso schlecht so wie Sie. Genau. Sie beiden schlechten... Entschuldigung, dass ich kein Deutsch habe, ne? Ja, gut. Sie mich sehr. Gut. Ja, Sie können sich ja Mühe geben. Also. Und wo sind Sie nun? Ja. Registriert und reguliert? In UK? FCA, Financial Conduct Authority. Hauptsitz ist nicht in UK, sondern in Zypern. Nee, die FCA ist für England zuständig. Und was hat das zu tun? In Zypern ist die CISEC zuständig. In Zypern ist die CISEC zuständig. Ich gebe Ihnen unsere Referenznummer und Sie können... Gut, okay, gut, okay. Den FCA okay, geben Sie mir die Nummer. Perfekt. Gehen Sie vor den Computer und ich sage Ihnen den... Ja, sagen Sie los. 507880. Bitte? 507880.
507880. Genau. Okay. Gut. So, dann haben wir doch. Oh, was sehe ich hier? Safe Cap Investments Limited. Und wissen Sie, was da drunter steht? Wissen Sie, was da drunter steht? Dass wir no longer autorisiert sind. Richtig. Genau. Sie haben keine Lizenz. Ja, genau. Nee, Sie dürfen jetzt doch gar nicht handeln. Sie haben gar keine Lizenz. Also handeln Sie jetzt schon gesetzeswidrig. Was? Und schon ist er raus. Hallo? Hallo, guten Tag. Vanessa Meyer, mein Name. Spreche ich mit Herrn Steckmüller? Ja, wer ist da bitte? Vanessa Meyer aus der Plattform DEKSM. Sie haben sich heute auf unsere Plattform registriert und ich bin dafür zuständig, Ihre automatische Handelssoftware zu aktivieren. Nee, habe ich heute nicht gemacht. Haben Sie nicht gemacht? Nee. Sagt Ihnen denn was unsere Plattform DEKSM Traden? Ja also schon, aber ich habe mich heute nicht registriert. Achso, Sie haben sich heute nicht. Moment, ich schau mal. Vielleicht habe ich mich vertan. Ja, sicherlich. Denn ich weiß ja, wann ich mich registriert habe. Am 18. genau. Ja, ist nicht heute, ne? Nee, Entschuldigung, da habe ich mich verwählt. Haben Sie denn gewisse Erfahrungen? Nur ein klein wenig, ja. Und Fragen? Ja, sicherlich. Ich habe so, das ist ja nun schon ein paar Tage her. Die Plattform nochmal, ich habe sie ja nicht mehr auf dem Plan. Wie heißt Ihre Plattform nochmal? Unsere Plattform heißt www.de-ksm.de. ksm.de. .com, Entschuldigung. Aber ich kann Ihnen auch gerne die Plattform zuschicken per E-Mail. Dann können Sie direkt draufklicken. Das ist ja so jetzt möglich. Ja, super. Sind Sie denn mit dem Handy oder mit dem Computer unterwegs? Ja, es ist sehr laut bei Ihnen. Wie kann das sein, dass es so laut ist? Ja, das tut mir leid. Und meine Kollegen hören gerne etwas lauter Musik. Ja, nee, das Musik ist nicht. Aber es ist sehr laut bei Ihnen. Es, soweit ich weiß, geht es doch um Trading. Muss man da so laut sein? Ja, Sie müssen sich ja vorstellen, ich bin ja nicht die Einzige, die hier arbeitet. Wir haben mehrere Mitarbeiter. Ja, und deswegen kann man doch leise sein. Wenn alle andere auch telefonieren, ist es meistens etwas lauter. Ne? Sie telefonieren ja auch. Ja, natürlich, aber... Ja, aber also meine Bankgespräche, die führe ich normalerweise in Ruhe. Aber okay, ist ja in Ordnung. Das tut mir leid, ne? Also ich bin jetzt auch zur Seite gegangen, damit es auch etwas leiser ist. Ne? Weil wir sind ja hier fast 30 Leute, die alle telefonieren, dann wird es halt ein bisschen etwas lauter. tut mir auf jeden Fall leid. Ja, Sie hatten erst gesagt... Die Webseite wäre deksm.de. Jetzt sind Sie also deutsche Plattform. Genau, also wir kommen ursprünglich aus der Österreich. Wir sind aber eine internationale Plattform. Also sind Sie keine deutsche Plattform? Aus Österreich. Also sind Sie keine deutsche Plattform. Bestätigen Sie mir das doch einfach. Ja. Na, so einfach kann es sein. So, aus Österreich. Aus Österreich? Genau. Okay, ja. Warum haben Sie denn das DE im Namen? Das suggeriert doch Deutschland. Also die Plattform ist aus Deutschland. Die Plattform, die gemacht worden ist. Nee, die ist nicht aus Deutschland. Woher wissen Sie das? Wie? Ja, es ist eine Com-Domain. Mhm.
Wenn es Deutsch wäre, wäre es eine DE-Domain, wie Sie auch am Anfang gesagt haben. Darf ich Ihnen das kurz erklären? Natürlich. So, wir sind eine internationale Plattform, okay? Und wir kommen, also unsere Firma ist seit 11 Jahren aus Österreich. Wir wurden auch vom BaFin geprüft, so. Aber die Plattform ist natürlich für Deutschland, Nicht, die Plattform ist nicht aus Deutschland, sondern für Deutschland. Wir kommen aber aus Österreich und es ist eine internationale Plattform. Das bedeutet, man kann auch in anderen Ländern mit unserer Plattform traden. Und okay. Deswegen steht da nicht DE, sondern es steht COM. Mhm, ja? Okay. Gut, soweit. Und Sie sind in Österreich, sagten Sie. Genau. Wo haben Sie mir mal die Adresse Ihrer Firma in Österreich? Das kann ich Ihnen leider nicht geben. Wieso brauchen Sie denn die Adresse? Naja gut, mit Firmen, mit denen ich zusammenarbeiten will, muss ich doch immer die Adresse wissen. Muss ich doch wissen, wo der sitzt. Das verstehe ich. Ja, das ist schön, dass Sie das verstehen. Aber wir haben, genauso wie Sie einen hohen Datenschutz haben, haben wir natürlich auch einen hohen Datenschutz. Das kann ich Ihnen auch noch erklären. Aber Sie sind doch eine Firma. Sie sind doch eine Firma. Ja, aber wollen Sie denn jetzt in unsere Firma uns besuchen kommen? Nein, aber ich muss doch wissen, wenn wir zum Beispiel einen rechtlichen Disput haben, da muss ich doch wissen, wo dieser Sitz dieser Firma ist. Ja. Richtig. Das kann ich Ihnen aber erst sagen, wenn Sie Ihre Handelssoftware aktiviert haben und Geld investiert haben und schon ein Kunde bei uns sind. Nee, das ist... Dann kann ich Ihnen... Ach so, das heißt also, Mercedes, man erfährt, wenn man ein Auto von Mercedes kaufen will, erst wenn man einen Mercedes gekauft hat, wo Mercedes seinen Sitz hat. Ist das richtig so? Also Mercedes und Trading-Plattformen ist genau dasselbe. Nein, das ist genau dasselbe. Es sind Firmen, es sind beides öffentliche Firmen. Also wollen Sie mir die Adresse nicht sagen. Okay, gut. Sie sagten, Sie wären eine COM-Domain und Sie wären bei der BaFin, wie haben Sie das gesagt? Geprüft worden. Geprüft worden, okay, gut. Und Ihre Plattform ist wie viele Jahre lang schon am Markt? 11. 11 Jahre, okay, gut. Gut, dann... bei BaFin sind Sie ja dann auch, kann ich ja mal bei der BaFin gucken. Haben Sie sich mal die BaFin-Regulierungsnummer für mich? Hallo? Ist Ihr Telefon kaputt? Ich höre Sie nicht mehr. Hallo? Hallo? Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Ich spreche mit einem Jochen Stegmüller, ist das richtig? Das ist richtig. Hallo, Herr Stegmüller. Mein Name ist Andreas Meissner. Ich rufe Sie an von BITS.eu, der Online-Handelsplattform. Ja. Es geht um das automatische Handeln auf dem Finanzmarkt. Müsste ich Ihnen eigentlich was sagen, oder? Grundsätzlich schon, ja, aber Ihre Firma sagt mir nichts. Ah. Okay, das ist ja, schauen Sie her, Herr Stegmüller, kein Problem, schauen Sie her. Wir sind eine Online-Trading-Plattform, ja, wie gesagt, und bei uns können Sie automatisiert handeln, ja, oder besser gesagt, diese Software, dieser Roboter wird für Sie handeln. Ja, und das können Sie schon sozusagen begutachten und erfahren mit 250 Euro Einzahlung. Ja. Mhm. Haben Sie gesehen in der Werbung, wie das funktioniert? Haben Sie das verstanden? Ihre Werbung habe ich ja gar nicht gesehen. Ah, Sie haben gar nichts gesehen. Deswegen, Ihr Name sagt mir auch gar nicht. Wie heißt denn Ihre Plattform? Gerne. Bei unsere Plattform heißt BITS.eu. BITS.eu. BITS.eu genau. Und weiter? BITS.eu. Genau, das ist so heißt unsere Plattform, also www.bitseu.com. .com. Ja, genau. Okay, gut.
Okay, und also dann schauen Sie hier, dann erkläre ich es Ihnen nochmal. Also es ist eine Software, die Sie von uns bekommen, wirklich, und die handelt vollkommen automatisch für Sie. Ja, das heißt, Sie selber müssen da nichts machen, ja. Diese Software kauft und verkauft für Sie verschiedenste Vermögenswerte, darunter auch Kryptowährungen, ja, natürlich, deswegen auch also für Bitcoin, ja. Aber darunter sind auch Rohstoffe wie Gold, Silber, Platin und so weiter und große Aktienunternehmen. Ja. Ja, das ist dann sozusagen dabei, damit Sie auch wirklich ein großes Portfolio haben und auch einfach mehr Chancen haben, mehr Geld zu erwirtschaften mit der Software. Und bei Ihnen kann man nur mit Krypto handeln? Sie können, nein, nein. Also wie gesagt, es ist ein großes Portfolio. Da sind auch, mit was die Software handelt, sind auch Aktien. Große Aktienunternehmen sind dabei. Dann sind Rohstoffe dabei, ja, Gold, Silber, Platin. Von dem her, das ist ein größeres Portfolio. Mhm. Und wie funktioniert das bei Ihnen? Gerne. Wir würden dann, sobald Sie ein Investment gemacht haben, eine Einzahlung, würden wir diesen Betrag dann auf Ihrem Handelskonto gutschreiben. Und dann würden wir diese Software für Ihr Handelskonto installieren und aktivieren. Ja, das heißt, von Ihrer Seite ist überhaupt keine Arbeit notwendig. Mhm. Und was kann man bei Ihnen verdienen? Also bei 250 Euro, wenn Sie investieren, der Mindesteinzahlungsbetrag, können Sie aktuell, gerade in 30 Tagen, können Sie zwischen 400 und 800 Euro erwirtschaften. Mhm. So ein Betrag dazwischen. Das ist ja nun eine große Spanne, also im Prinzip. Herr Stigmüller, das ist ja der Finanzmarkt. Das kann man ja nicht ganz genau sozusagen sagen, ja, wenn Sie es verstehen. Weil wir können jetzt nicht sagen, ja genau, Sie bekommen so und so viel Geld. Das kann keiner genau voraussagen. Aber so der Durchschnitt ist das. Ja? Mhm. Und das, also ich meine, das ist schon sehr gut. Wo bekommen Sie so einen guten Profit? Ja, so einen guten Prozentsatz an Gewinn, ja, Rendite mit einer Einzahlung von 250 Euro. Ja gut, das ist ja fraglich. Die Frage ist jetzt also, automatisierter Handel, sagten Sie. Wie funktioniert denn das? Also das heißt, das ist eine Software, ja, die wir sozusagen installieren und aktivieren würden für ihr Handelskonto. Eine KI, eine künstliche Intelligenz. Aha, haben Sie dann keine lebende Intelligenz, keine echte? Herr Stegenmüller, schauen Sie her. Sie haben sich ja angemeldet bei uns, Herr Stegenmüller, ja, für automatisiertes Handeln. Also wenn Sie mit einem Broker handeln möchten, wann, geht natürlich auch. Aber gute Frage, wann habe ich mich denn da angemeldet? Weil Ihre Seite habe ich so gar nicht auf dem Plan. Ich weiß es nicht, also ich sehe jetzt... Das müssen Sie ja wissen, wenn Sie mich anrufen... Müssen Sie ja wissen, wann ich mich da angemeldet habe. Herr Stückmüller, hören Sie mir bitte zu. Ich bin Kundenberater, ja, Account Manager. Ich sehe vor mir Ihren Namen, ja, Ihre Telefonnummer und Ihre E-Mail-Adresse. Ich weiß nicht, wann Sie sich... Okay, ich weiß schon, wann Sie sich angemeldet haben, aber... Ja, wann denn? Warten Sie kurz, kann ich Ihnen gleich sagen. Warten Sie kurz. Warten. Müsste jetzt vor... vor 45 Minuten sollte das gewesen sein, ja? Nee. Ich jetzt gerade. Nein, das stimmt nicht. Das kann ich nicht sein? Ich bin gerade erst nach Hause gekommen. Okay. Also das kann ja nun nicht sein. Okay. Okay, Herr Stegmüller, aber von meiner Seite aus steht so, ja? Ja gut, aber woher haben Sie denn die Daten? Weil Ihre Seite kenne ich ja nun auch noch nicht. Okay. Also ich habe, Sie müssen sich ja angemeldet haben bei uns. Nee. Habe ich ja nicht, sage ich ja. Haben Sie nicht, okay. Herr Stückmüller, dann tut es mir leid. Also ich habe keine Ahnung, ja, wo es sonst, Sie müssten sich irgendwo angemeldet haben für automatisiertes Handeln, wo Sie eine Werbung gesehen haben. Nee, wie gesagt, habe ich ja keine... Ihre Daten. Ja, gut, okay, also wie gesagt, ich habe mich bei Ihnen nicht angemeldet, aber Sie müssen ja meine Telefonnummer verifizieren durch ein sogenanntes Double Opt-in. Okay, schauen Sie her, Ich weiß nicht, normalerweise, ich sehe jetzt sozusagen, Sie haben sich angemeldet vor 45 Minuten. Ich, von dem her, mehr kann ich Ihnen mehr aus. Ja, Sie müssen sogar mehr sagen. Sie müssen doch verifizieren, ob ich das war und ob ich diesen Anruf überhaupt haben will.
Ja, das ist schon richtig, aber schon. Ja, eben. Und aber dann haben Sie also ein sogenanntes Double Opt-in von mir, richtig? Ich habe sie jetzt auf meinem Bildschirm. Mehr weiß ich das nicht. Das habe ich nicht gefragt. Ich habe Sie gefragt, ob Sie ein Double Opt-in von mir haben, dass Sie mich überhaupt anrufen dürfen. Ach so. Also ich habe jetzt von dem her, also wenn unsere Kunden sie uns. Oh, jetzt kommen Sie aber ins Stottern. Was stottern Sie denn plötzlich so? Herr Stückmüll, ich stotter nicht. Herr Stückmüll, wir können doch, das Sie stottern. Ja, Herr Stückmüll, ist ja alles gut. Schauen Sie, wenn Sie nicht interessiert sind. Ich möchte, erstmal bin ich interessiert und zweitens bin ich interessiert, wo Sie mein Double. Ach, wollen Sie schon nicht mehr? Tatsächlich wollte er dann doch keine Antwort mehr geben. Seltsam für eine doch so hochseriöse Handelsplattform. Immer wieder scheitern sie an der Anrufgenehmigung, wenn man sie dann nicht schon vorher in eine Ecke laufen ließ, aus der sie sich nur noch mit Beleidigung oder Gesprächsbeendigung retten können. So viel für heute, danke fürs Dabeisein, habt immer nette Menschen um euch und bleibt weiter aufmerksam und neugierig. Euer Callcenter-Crusher.